Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute mal mit einem richtig altes Gerät. Ist das Fahrzeug vielleicht älter wie der Maximus? Schreibt das mal rein in die Kommentare. Aber mit so einem ähnlichen LKW habe ich damals meinen Führerschein gemacht. Und zwar mit den 1017. Und das ist hier aber die NG-Version. Ich glaube, das ist die neuere. Würde ich jetzt fast sagen. Ich habe mich entschieden, hier ein bisschen Schwertransport zu machen. Und ja, wir haben hier einen schönen Landwirtschaftssimulator-Trecker hier oben. Einen Case 600. Oh. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir fahren mal los. Boom, boom. Der eine oder andere mag ja so einen alten LKWs und kann sich natürlich auch vorstellen, solche Trucks auch irgendwann mal hier im Spiel zu haben. Wurde ein bisschen angepasst. Ich bin ja auf der 1.43 und eigentlich hatten wir ja für den Samstag jetzt was anderes vorgenommen. Aber da brauchen wir eure Hilfe. Wir wollten Schwertransport machen im Konvoi-Modus, also im SCS-Multiplayer. Aber es ist eben schwierig, da einen richtigen Schwertransport zu finden, der kompatibel ist. Dann ist es schwierig, irgendwelche Begleitfahrzeuge, aber wir wollen es dieses Jahr auf jeden Fall noch hinbekommen. Wir wollen es dieses Jahr noch hinbekommen, das hier zu fahren. Komm, wir nehmen einfach mal die Vorfahrt. Wir sind erstmal die Rotzfrech, ne, und fahren hier erstmal mal rum. Boah, schön. Ach, herrlich. Schön Schwertransport. Das ist doch herrlich. Also aufpassen hier, wenn wir hier rumfahren. Man merkt schon, das ist... Ja, der bleibt hier schön stehen. Oh, war das eng. Hei, 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 hei. Ach, geschafft. Einwandfrei. So, wir haben insgesamt jetzt 280 Kilometer auf der Uhr. Dem alten Gerät ist es ja nicht ganz so einfach, wenn ihr diesen Mod runterladet. Ich werde versuchen, den Link in die Videobeschreibung reinzumachen. Wenn ich es vergesse, naja, dann habe ich es halt vergessen. Da braucht ihr auf jeden Fall noch den Sound, dass ihr auch den LKW hört. Ja? Sonst ist da ganz, ganz viel Stille am Start. Ja, aber ob wir so einen LKW irgendwann mal auch mal in Multiplayer oder im den Workshop sehen, das mag ich schon fast so bezweifeln. Obwohl man ja bei den alten Trucks ja schon sagen kann, die amerikanischen, die werden doch ganz gerne schon in den Workshop angeboten. Und das werdet ihr wahrscheinlich dann irgendwann mal sehen. Das habe ich erst gestern, also ich nehme das Video hier am 26. auf, am 25. habe ich auch erfahren, dass auch die 5er Crew ihren neuen MP5 auch im Steam Workshop anbieten wollen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht, falls der eine oder andere darauf nur gewartet hat und erst dann ja, diesen LKW nutzt und fährt, wenn es denn soweit ist. Ne? So, fahren wir mal rüber hier. Wir sind jetzt momentan in Spanien hier unterwegs. Bin jetzt sehr gerne hier in Spanien im herbstlichen Setting unterwegs, weil das passt irgendwie. Das sieht gut aus. Jetzt wollen wir nur gucken, ob wir jetzt auch mal unsere Geschwindigkeit hinkriegen. Ja, um mal 80 fahren können. Aber irgendwie 500 PS. Schwertransport. Was haben wir denn eigentlich an Gewicht? Naja, okay, wir haben jetzt... 21 Tonnen, also. Oh. Oh. Verdammt! Just, wir haben ein Problem. Ey, ich muss jetzt bescheißen. Ich kann es mir nicht erlauben, mit dem noch 100.000 Kilometer länger zu fahren. Das war's dann wieder komplett. Das war's wieder komplett. Oh Mann. Was ist denn hier los, Mensch? Ist ja richtig was. Hat der LKW ja. Was ist denn zu tun hier? Und jetzt muss ich hier anfahren. Na, da.
Sowas mit dem? Jetzt fährt er. Gut, alles klar. Ja, man merkt schon. Ich habe die aktuellen Traffic Mods wieder von Jazzycat hier drin und funktioniert alles. Ah, die 500 PS, die kommen bloß nicht auf Geschwindigkeit, ne? Das ist das Problem. Aber was sich auf jeden Fall richtig cool anhört, ist der Blinker. Der ist wirklich echt fein. Okay. Ja, so ähnlich, ja, ich würde fast sagen, so sah auch mein Mercedes aus, den ich damals gefahren bin. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht große Unterschiede. Ja, also von den Aufmachungen, mein 1017. Wenn ihr hier mit dem Lenkrad rumgespielt habt, da war so viel Spiel. Herrlich. Da sind die Fahrzeuge heutzutage ein bisschen moderner und naja. Würde gerne mal wieder mit einem 1017 fahren. Ob ich das selber noch hinkriegen würde. Oh, ich weiß es nicht. Oder mal mit einem Unimog. Das ist ja so, ne, was man vielleicht früher mal so gefahren ist, würde man gerne mal wieder ausprobieren. Aber ob man die Gelegenheit dann nochmal bekommt, ist abzuwarten. Wir holen die jetzt einfach mal. So, holen wir erstmal mit unserem alten Gerät hier. Ah ja, die haben wir jetzt mal ein bisschen ausgebremst, ne? Bisschen gemein. Huiuiui. Oh, das sieht doch schmackhaft aus, oder? Das sieht doch herrlich. Die halten auf jeden Fall ein bisschen Abstand jetzt. Die sehen, oh nee, das bringt keine Punkte, wenn der Maximus hier lang fährt. Hoch, was ist denn das hier? Na hoch. Hier muss ich langsamer fahren, oder was? Machen wir das mal. 60. Ach, weil sie die Autobahn hier noch weiter bauen. Ich habe jetzt gar nicht so geguckt, ob ich das hier schon mal abgefahren bin. Das kann durchaus möglich sein. Sind ja nicht mehr so viele freie Stellen jetzt hier auf der Karte, die ich noch abfahren müsste. Was haben wir noch? 200 Kilometer? Naja. Kriegen wir doch hin mit dem LKW. Denn, da jetzt nochmal, ich werde vorbereiten einen Livestream, aber ich kann euch noch nicht sagen, ob das hundertprozentig denn noch was wird mit dem Livestream hier Landwirtschaftssimulator. Und danach werden wir dann so ein bisschen auch vielleicht beim LS ein bisschen diskutieren, reden, wie es dann weitergeht. Ob wir dann ein Euro Truck Simulator Spin irgendwie erstmal auf Eis legen. Und dafür LS dann mal bringen. Das ist ja auch so, das macht ja gerade auch ein bisschen Spaß, den Bauer so Frau zu machen. Kommen mal andere Leute auch wieder und gucken sich das an. Muss man ja auch mal sagen. Ach, ich hätte da vorne rumfahren können. Ah, jetzt bin ich schon wieder falsch gefahren. Ja, weil das Navi hier so dunkel ist. Hier durfte ich gar nicht reinfahren. Ach. Ausreden überhaupt nicht verlegen, ne? Alter, ist er hier. Läuft ja überhaupt nicht. Wollt ihr jetzt mit dem Kreisverkehr wieder zurückfahren, oder was? Ist er ja. Na gut. Zum Glück ging ein großer Umweg. Mann, Mann, Mann. Also es läuft ja hier wieder wie ein Länderspiel. Hier ist ein schöner kleiner Kipper. Weiter geht's. Mann, ey, wie oft ich mich hier auch immer verfahre. Das ist doch schwierig und schlimm hier. Ah, wenn man jetzt so überlegt, ey, ist das schon der erste Adventmorgen, wenn ihr das hier seht. Ich bin doch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. In anderen Regionen von Deutschland hat es ja schon leicht geschneit.
Bei uns hier auf jeden Fall noch nicht. Aber man redet ja schon davon, dass dieses Jahr wirklich mal sein könnte, dass wir weiße Weihnacht bekommen. Das wäre definitiv mal was Schönes. Aber ich hoffe, dass dann danach dann auch ja, Januar, Februar der ganze Schnee dann wieder weg ist. Das kann ich dann auf jeden Fall nicht gebrauchen. Wenn du früh morgens dann erstmal brauchst, um dein Auto freizuräumen. Ja, warten wir mal ab. Ja, vielleicht haben wir da das Glück oder nicht das Glück. Schauen wir. Ach, herrlich. Ist doch hier wunderbar. Gesang, das gefällt mir gerade. Mit dem Truck hier. Und ein bisschen Landstraße hier lang cruisen. Aber immer wieder aufpassen. Bisschen langsamer hier fahren in den Städten, ne? Ärger. Also mein ordentlichen Träger hier. Hier Feldarbeit machen können. Sonst muss der Bauer Maximus kommen. Und dem mal zeigen muss, wie es richtig gemacht wird. Oh je. Aber ich bin auf jeden Fall so, was ich bis jetzt immer gesehen habe, ziemlich zufrieden mit den Livestreams vom Landwirtschaftssimulator. Habe aber schnell erkannt, dass das kein Projekt ist für Videos. Das ist einfach Projekt für Livestreams. Was ist schön. Hier an dieser komischen Kirche hier langfahren mit der spanischen Flagge hier vorne. Sehr schön. Herrlich. Ich mag es durch solche kleinen Städte, die eigentlich nur Deko-Städte sind. Ich nenne es einfach mal so. Aber es gibt einen dieses Gefühl, nicht einfach nur von A nach B zu fahren, dass man hier auch mal ein bisschen langsamer runterdrosseln muss, ein bisschen die Gegend angucken. Und dann meine Nose. Schnell war ich denn? Kann doch nicht sein. 80 dürfen wir fahren, okay. Erreichen wir. Ja, viel schneller will ich mit dem Ding ja nicht fahren. Der war auf jeden Fall ziemlich laut, wo man diesen Truck, also damals gefahren ist. LKW. Truck. Ach, herrlich. Hui. Und dann geht der langsam hier hoch. Ich finde das schön. Oh, was hab denn? Das war einer gewesen. Mit Flüssigkeit würde ich eher gerne auch mal fahren. Würde ich mal sagen. Mit einem Tanker. Aber da gibt es leider zu wenig Mods irgendwie in Steam Workshop, die irgendwie so einen schönen Tanker uns bereitstellen. Erstmal manchmal noch ein bisschen so, wie soll ich sagen, ja, eingeengt. Nennt man das so? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Kann ja nicht alles machen. Ach, die sitzen hier schön gemütlich. Aber das wäre zum Beispiel ein LKW. Und jetzt zu den. Ah, das wäre doch eigentlich auch eine schöne Sache. Mit diesem LKW und den Volvo auf Achse nachspielen. Oder? Ey, das wär's doch im Comboy-Modus. Oh, das müssen wir mal. Ey, das wäre doch mal eine Option. Eieieiei, da müssen wir mal testen, ob das überhaupt im Comboy-Modus. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob das funktioniert. Aber das wäre definitiv mal vielleicht für nächste Woche Samstag, wenn das funktionieren würde, eine schöne Tour auf Achse. Ist klar, ist das eigentlich der richtige LKW? Ja, ne? Das könnte der richtige sein. Mit 320 PS auf Achse. Ja, stimmt. Sollen wir mal gucken, ob das geht.
endlich mal wieder mit so einem alten LKW. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Zwiespalt. Viele wollen einen alten oder einen Oldtimer-DLC. Aber bei den Jüngeren wird das dann nicht so gesehen. Die Älteren sind dann schon dabei, hier mit dem Truck mal eine Runde zu drehen. Weil sie da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Nostalgie und Erinnerung drin haben. Aber gut, gehen halt immer die Standard-LKWs oder halt Future-Neuerungen und ja, neue Trucks. Und das ist halt eigentlich ein bisschen schade, ne? Und ich habe mir Tee gemacht. Ein bisschen Nasenschnupfen. Los. Das ist ja überhaupt nicht gut. Keine Angst. Bin auch gesund. Ach, herrlich. Schauen wir mal, ob wir hier langkommen. Wollte mir auch die euro-roten Map nochmal angucken. Aber ich komme zu nichts so richtig. Ich komme einfach zu nichts. Könnte man durchaus mal im Livestream mal spielen, ne? So, was haben wir denn? 38 Kilometer noch? Na, heiliges Kanonenrohr, das ist eigentlich. Von der Zeit her sind wir ja richtig gut jetzt. Ja, super. Ach, der Blinker, der ist einfach nur genial. Gefällt mir. So. Müssen wir hier irgendwie ab? Ich muss mal ein bisschen ranzoomen, weil das manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen ist. Aber läuft. Weil ich überlege, was ich jetzt noch an Videos noch bearbeiten muss. Uiuiuiui. Fliegt mir schon wieder das Blech weg. Ah, ein bisschen langsamer fahren. Fahren wir rüber hier. Oh, wir müssen ja hier ab. Nee. Jetzt haben sie das Ding hier gesperrt. Ach, das ist doch hier wieder verrückt. Oh, Mensch, erschreck mich doch nicht so. Wo kommst du denn her? Wieso bist du auf der Fahrbahn? Und hier, guck mal, wie er qualmt hier oben. Das finde ich immer genial. Also ich finde sowas toll, wenn die sowas mit reinbauen. So, jetzt müssen wir die Blumen erstmal abfahren. Das kann ja wieder sehr neu. Oh, hoch, runter, hoch, runter. Und das kurz vorm Ziel. Die Autobahn ist ziemlich leer, ne? Oh, na gut. Lieber hier so eine Blume langfahren, bevor wir hier 10.000 Mal hier umdrehen müssen. Und hier der Brückenkopf ist ja auch wirklich crazy. Wenn wir gleich mal hier gleich wieder hoch. Natürlich wieder ein Akt für den LKW hier, ne? So richtig überzeugt vom Sound bin ich aber hier noch nicht. Naja, wer weiß. Oh, jetzt hier runter und dann auf der richtigen Piste. Ja, durch die ganzen Änderungen, jetzt auch von Innen- und Außensound, manchmal habe ich das Gefühl, dass der Innensound lauter ist wie der Außen, aber. Das habt ihr auch schon so ein bisschen mitbekommen. Aber hat sich auf jeden Fall in der Hinsicht einiges getan. Und ich denke mal, in manchen Bereichen braucht man gar nicht mehr irgendwo einen zusätzlichen Soundmod. Außer die Leute, die dann auf OpenPipe stehen, ja, so eine richtig.
Kreaturen, die es eigentlich, oder Sounds, die es wahrscheinlich im Echt gar nicht so richtig gibt. Also eine übertriebenen, weil das gar nicht die LKW-Hersteller wollen. Die wollen ja, dass es ruhig ist. Der Fahrer ganz entspannt seine Touren machen kann. Also mal hier gleich wieder runter, ja. Jetzt sind wir da. Ach, schön. Naja, ein paar Kleinigkeiten sind nicht ganz so gut gelaufen. Kleiner Unfall hier, wo ich rausgefahren bin. Immer verfahren, aber ich denke mal, das ist so, ne? Im Rahmen. Die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, merken ja, dass ich da manchmal so ein bisschen bei den Gedanken ganz woanders bin. Meine Touren hier machen. Aber mal gucken, wie sich das alles hier noch entwickelt mit dem Eurotruck-Simulator. Vielleicht werden wir irgendwann mal nur noch live machen. Also ich kann mir vorstellen, wenn YouTube da noch mehr Möglichkeiten reinbaut, dass man für euch mehr Möglichkeiten gibt, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht den einen oder anderen Livestream macht und nur mal Mods und wie heißt das andere? Ja, Mods und ja, News als Video macht. Weil das andere dann nur noch live. Also ich denke mal, dahin wird es sich. Gott, ich habe immer noch den Typen hier an. Sagt mir das keiner. Kann durchaus mal so sein. So. Schauen wir mal, wo wir abgeben müssen. Oh. Können wir hier durchfahren, ne? Ob das was wird hier mit dem breiten Gerät? Aber ich find's auf jeden Fall cool. Oh, ist das, eng. Oh. Jo. Dann. Puh. Da haben wir ein bisschen vertan, wa? Oh. Die Entladestelle finde ich aber irgendwie cool. So. Dann sind wir erstmal fertig. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier eine Runde mit Maximus zu sehen, wie er sich versucht, von A nach B zu kommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht heute Abend, aber spätestens morgen zu einer entspannten Konvoi-Tour mit irgendeinem LKW, was wir selber noch nicht wissen. Bis dahin mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut, bye bye.